Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Montag und damit der vorletzte Tag des Reitsportfestivals. Das Reitsportfestival endet morgen Abend quasi oder beziehungsweise verschwindet mit dem Mittwochs-Update. Das heißt, jetzt ist nochmal die perfekte Gelegenheit, alle Dailies zu machen, ganz viele Frühlingsmarken zu verdienen und alles zu kaufen, was man kaufen kann. Deswegen sammle ich hier auch wieder fleißig nochmal, obwohl ich schon alles habe, die Tiere ein und gebe sie ab. Lohnt sich ja auf jeden Fall für die Schlinge und die XP auch. Und selbst wenn ihr genug Frühlingsmarken habt, um alles zu kaufen quasi, gibt es eine Möglichkeit quasi diese Frühlingsmarken weiter noch zu nutzen. Ihr seht es, ich habe alles gekauft. Ihr solltet auf jeden Fall, bevor ihr das macht, was ich euch jetzt zeige, alle Shops nochmal durchgehen, die es hier gibt, ob ihr wirklich alles eingetauscht habt. Und wenn das der Fall ist, wenn ihr wirklich alles eingetauscht habt und die Frühlingsmarken übrig habt, vielleicht sind es 100, vielleicht mehrere 100, bei mir sind es gerade 262 und es werden auch noch heute und morgen durch die Dailies ein paar mehr, dann könnt ihr diese Frühlingsmarken noch sinnvoll investieren. Und zwar in Jorvik-Schillinge. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ihr könnt hier einfach Dinge mehrmals kaufen. Wenn ihr hier so einen Sattel eintauscht, steht zwar dran, nur die Werte und kein Verkaufspreis, aber wenn man das Ganze dann kauft für 20 Frühlingsmarken jetzt, kaufe ich einfach mal diesen Sattel nochmal, den kann man unendlich oft kaufen, dann steht da Verkaufspreis 1000, das heißt, wir können ihn für 1000 Jorvik-Schillinge verkaufen. Das heißt, ihr könnt alle eure Frühlingsmarken in solche Sättel eintauschen, meinetwegen auch was anderes, aber die Sättel bringen, glaube ich, am meisten. Und dann das Ganze verkaufen, wenn ihr noch welche überschüssig habt. Dann ganz einfach irgendwo zu einem Shop gehen und verkaufen. Ich mache das jetzt gerade nicht, weil meine Jorvik-Schillinge so gut wie voll sind, wie ihr seht. Aber ihr könnt die euch natürlich auch einlagern in eurem Schrank und verkaufen, wenn ihr mal trinkt. Jorvik-Schillinge braucht beim nächsten Festival, beim nächsten Event, wie auch immer. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um diese Marken noch sinnvoll zu nutzen. Denn es kann sein, dass nächstes Jahr, oder es wird sehr wahrscheinlich bestimmt auch so sein, dass nächstes Jahr neue Marken kommen, neue Frühlingsmarken und die alten nicht mehr gültig sind. Wobei es dann halt nichts bringt, wenn man noch 300, 400 übrig hat. Und ich denke mal, da man jetzt so viel übrig haben kann, wird es nächstes Jahr auf jeden Fall neue geben, eine neue Währung. Da man ja sonst direkt am Anfang des nächsten Events alles direkt kaufen könnte und das ist ja nicht der Sinn oder die Intention von Star Stable, deshalb werden sie wahrscheinlich wieder neue Marken bringen, wie sie das bei den meisten Events auch schon gemacht haben, außer bei Dingen wie bei Weihnachten oder wann war das letztes Jahr, da gab es mal wieder die, dass man die vom letzten Jahr noch verwenden konnte, aber es gab auch schon wie bei Halloween öfters den Fall, dass man die alten Dinge nicht mehr verwenden konnte und das wird, denke ich mal, sehr wahrscheinlich auch so sein. Falls ihr auch noch zu viel Müll oder so habt, könnt ihr auch noch bei Big Bonnie hier täglich natürlich die Recyclingsmaterialien gegen Frühlingsmarken eintauschen. Das alles natürlich nur einmal pro Tag, aber so bekommt ihr vielleicht noch ein paar, wenn euch welche wenige noch fehlen zum Eintauschen quasi. Dann könnt ihr hier noch ein paar durch Müll eintauschen und dann habt ihr noch ein paar mehr Frühlingsmarken, die ihr dann quasi in Jorvik-Schillinge umwandeln könnt. Und so habt ihr dann am Ende einen guten Vorrat an Jorvik-Schillingen oder nochmal ein gutes Plus durch diese Dinge, die ihr euch eintauschen könnt. Gut, das war der Trick, den ich euch heute vorstellen wollte. Und jetzt geht es nochmal allgemein um das Frühlingsfestival und zwar eure Meinung dazu. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, wie ihr dieses Frühlingsfestival fandet. Und Star Stable hat ja auch nachgefragt, was sie in den nächsten Jahren noch hinzufügen könnten, was wir zum Teil aus alten Events vermissen, wie Valentinstag, Ostern und so weiter, was sie vielleicht in das Frühlingsfestival reinbringen können. Und dann natürlich auch noch neue Dinge, die zum Reitsportfestival passen. Das heißt, irgendwie eine andere Reitart, wie zum Beispiel Western, die auf der Starshine Ranch vorgestellt wird. Oder sie hatten noch das Beispiel mit Südhof, der Rettungsranch, genannt, dass da vielleicht irgendwas zur Rehabilitation von Pferden vorgestellt wird. Und das sind auf jeden Fall interessante Ideen, aber es gibt natürlich auch noch andere, wie Rennsport bei der Rennstrecke jetzt oder was auch immer. Schreibt gerne da eure Ideen in die Kommentare und schreibt gerne eure Meinung zum Reitsportfestival dieses Jahr auch gerne nochmal rein. Meine Meinung ist auf jeden Fall, das Event hat mich sehr, sehr überrascht. Ich bin sehr zufrieden und freue mich natürlich auf neue Dinge, die noch erweitert werden können. Also
Natürlich war es ja jetzt dafür, dass es das erste Mal da war, noch nicht so mega ausgebaut. Das wurde ja neu erstellt, das Event. Klar, haben ein paar Dinge vielleicht noch nicht so ganz gepasst, noch gefehlt. Aber an sich, dafür, dass es das erste Mal war, dass das Event da war, war ich sehr zufrieden. Und ich freue mich schon auf die Fortsetzung der Story in den nächsten Jahren mit Sabine und den Reitclubs da. Was Sabine vorhat, wird sie ihren eigenen Reitclub gründen? Was werden wir noch mit ihr erleben? Und natürlich auch noch auf mehr tägliche Dinge und Aufgaben, die man während des Events erledigen kann. Und ja, mein größter Kritikpunkt am Event ist, abgesehen von, dass es noch nicht so viele Inhalte leicht gab, sind natürlich die Preise. Ich hab's ja noch. Und zwar vor allem von den Haustieren und den Blumensträußen. Wo haben wir die denn? Hier. Hier haben wir die Haustiere quasi, einfach nur so Äpfel oder Karotten für die Satteltasche für 200 Starcoins oder wie gesagt auch die Blumen für 110, was dann doch ein bisschen sehr viel ist dafür, dass es nur Blumen sind und die nicht laufen können oder fliegen können wie Ballons und es doch sehr viele Haustiere dann gab. Klar, man konnte sich ein paar auch eintauschen, aber die Preise waren doch ein bisschen sehr hoch und auch von den Sets sind die Preise sehr hoch gewesen dafür, dass teilweise welche sogar keine guten Werte hatten. Hier, ihr seht es. Wo haben wir es denn? Dieses Set, das Burgunder-Set, die haben alle keine guten Werte. Sieht zwar schön aus, aber es bringt es einem, wenn sie nicht so gute Werte haben und dann trotzdem so viel kosten. Das waren auf jeden Fall noch ein paar Kritikpunkte, die Star Stable im nächsten Jahr verbessern könnte. Und ich bin auch mal gespannt, was mit den Sets hier passiert, die wir dieses Jahr eintauschen konnten. Ob es die dann nächstes Jahr für Jörg-Schillinge einfach im Shop zu kaufen gibt oder ob wir die wieder eintauschen können, wenn wir sie noch nicht haben und die Spieler, die es schon haben, können es dann nicht oder was auch immer. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber ja, das war's erstmal zu diesem Video und damit war das auch das letzte Video zum Reitsportfestival. Genießt nochmal heute und morgen die letzten Tage, denn dann verschwindet das Event. Aber keine Angst, es kommen in den nächsten Wochen viele, viele coole Updates. Wenn ihr nicht wisst, welche, schaut mal oben rechts bei dem i vorbei, da verlinke ich euch nochmal ein Video und zwar die neue Roadmap. Da kommen spannende Dinge auf uns zu, auf die man sich echt freuen kann. Und auf euch kommen auch coole neue Videos hinzu. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne mal den Kanal abonnieren und ein Like da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. We got a heartbeat and you're gonna feel it. We got a love song, come on and sing it.